Ja, Leute, was geht ab? Willkommen wieder bei Nikos. Der war schon am Reden. Passt doch, oder? Leute, ich. Ja, mach mal nochmal lieber. Hock dich auch mal wieder hin. Okay. Wir lassen das jetzt einfach so. Echt, wir lassen. Komm her, komm mal. Ja, Leute, was geht ab und willkommen wieder bei Nico. Gar nicht gestellt jetzt. Ja, Leute. Andere Kulisse, ja. Ah, ja. Andere Kulisse haben wir, und zwar sind wir beim Tom. Nicht mehr auf dem schäbigen Balkon. Schäbig weiß ich wirklich nicht, ob er legendär ist oder schäbig. Ich glaube, die Leute feiern ihn schon. Ja, klar, natürlich. Glaubst du nicht? Gewohnte Umgebung. Ja, aber ich finde es schöner. Schaut bestimmt geiler aus im Video als ein dreckiger Balkon, ja. Besonders, man sieht auf meinem Balkon auch immer so viel. Die Shisha sieht man nicht. Man sieht nur meinen Kopf. Bisschen mehr Platz, ja. Und das Ghetto im Hintergrund. ja, Leutings, vielleicht habt ihr schon am Videotitel erkannt hier unten. Erraten. Spätestens jetzt seht ihr es. Wir haben nämlich hier in die Bowl, was haben wir denn reingeschüttet, Digi? Alles Mögliche an alkoholischen und unalkoholischen Getränken. Und raus kam Sex on the Beach. Sex on the Beach, ja. Sex on the Beach gönnen wir uns heute in der Pfeife. Im Köpfchen haben wir Mango. Marke unbekannt, muss keiner wissen. Wir rauchen in der Django von der Hookah. Und Leute, hier sind Glasmundstücke, die sind legendär, ja. An den Schläuchen. Falls hier jemand sagt, zum Beispiel, der Schlauch hier sieht räudig aus. Ja, der leuchtet in der Nacht, habe ich ihm geschenkt damals. Warum sind die Glasmundstücke legendär? Ich glaube, wie alt sind die? Das ist 4 Jahre alt. Wurde das vielleicht ist bestimmt auch schon 2, 3 Jahre alt. Ja, und wurde 5-mal benutzt. 5-mal benutzt und 2-mal von mir mein eigenes kaputt gemacht damals. Nie wieder gefunden. Das hier auch. Nie wieder gefunden. Deswegen legendäre Mundstücke. Kohlen sind jetzt drauf seit, ich weiß gar nicht. 5 Minuten. 5 Minuten, sollen wir noch einmal umdrehen? Ja, können wir machen. Du hast die Erde. Ich? Nein, ich will hier nichts kaputt machen, falls die Kohle irgendwo hinfliegt. Alter, am Ende. Sag mal, abklopfen auf dem Teller? Nein, auf dem Glaskohleteller nicht abklopfen. Bitte nicht. Ich weiß nicht, ich traue den Glaskohletellern immer nie. Was macht ihr? Tut ihr persönlich auf dem Glaskohleteller eure Kohle drauflegen? Also ich muss sagen, nee, auf keinen Fall. Ich würde da niemals Kohle drauflegen. Außerdem habe ich letztens gehört, ein Kohleteller wird auch Abaschteller genannt. Ja? Mhm. Besser gesagt, das ist kein Kohlebehälter, wo man die Kohle länger drauf behält, sondern es ist einfach nur zum Abaschen. Aber tust du dann die Kohle hin, wenn du ein Anfänger bist? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Nirgends. Ich habe mir vorher auch schon die Frage gestellt, wo werden wir die Kohlen hier tun? Wo tut man, ja, die meisten legen es auf den Kohleteller. Und wenn man jetzt ein Anfänger ist und hat einen Glaskohleteller, kann es schnell mal in die Hose gehen. Du darfst das erste Thema. Ich darf, wie beim letzten Mal. Weil ich die Ehre habe, hier auf der wunderschönen Terrasse zu sitzen. Also nochmal der Mango-Tabak mit Sex on the Beach in der Bowl. Schau mal, wie es schmeckt. Ich bin gespannt, ob es eklig schmeckt, vielleicht wegen dem Alkohol. Absolutes übrigens drin. Und? Schmeckt interessant. Schmeckt anscheinend. Wir haben uns natürlich auch noch einen Sex on the Beach kalt gestellt im Kühlschrank. Den ersten Liter, den gönnen wir uns später auch noch. Geschmacklich, also die Alkoholnote kommt ein bisschen scharf raus, glaube ich. Ja, das hat mich jetzt auch interessiert, und zwar, ob man wieder den Absolut schmeckt. Ob man den wieder schmeckt, weil wo ich nur Wodka hier drin hatte, das war wirklich so wie das ist, nur. Also hier ist die Alkoholnote angenehm, nicht zu aggressiv. Oh, schöne Wespe hier. Die Wespe ist aggressiv. Auf das die Wespe sich verpisst. Schon wieder da, gell? Ist das heftig. So. Boah, was schmeckt. Geschmacklich, also erstmal zum Tabak, ganz kurz, damit man das abgrenzen kann. Ich würde jetzt sagen, normale Mango-Note. Ja. Nichts Besonderes. Ist für mich auch nur Mango. Ist einfach nur eine Mango, ja. Genau. Diese Wespe, die macht mich hier so auf. Ja, wir schicken sie nur schlafen. Ja. Also, die will da ein bisschen was falls, davon falls die noch im Video umkommen, schlafen gehen sollte. Wir sind keine Tierquäler. Wir schicken sie nur schlafen nach dem Video. Das ist alles hier gestellt. Die wacht wieder auf und fliegt dann davon. Also wir haben vorher schon probiert. Und ich finde, ist voll im Shisha-Modus. Ja, normal. Mit der Wespe. Ja. Bisschen sachlich bleiben wir, ne?
Geschmacklich kommt der schon raus, der Sex on the Beach, der Cocktail, gell? Also. Echt? Finde ich jetzt schon persönlich. Da müssen wir jetzt fast den von drin holen und drauf anstoßen. Um also, zu gucken, ob es wirklich so schmeckt. Machen wir das? Ja, easy. Machen wir. Holen schnell, dann gönnen wir uns zum Sex on the Beach in der Bowl. Im Molassefänger natürlich auch noch so ein Sex on the Beach in die Fresse. Ich glaube, ich sitze hier komplett geknackt dran, oder? Kann das sein? Ist so ungewohnt, wenn man nicht auf seinem Balkon sitzt. Das Köpfle hast du gut gebaut, das hab nicht ich gebaut, das hat diesmal der Thomas gebaut, deswegen raucht es auch nicht, wie ich sehe euch nicht mehr. Nee, ich glaube, es liegt auch am Wind hier draußen. Ah ja, Leute, übertreibt es übrigens bei der Hitze nicht, gell, mit den Köpfen. Schön im Schatten, schön ordentlich viel trinken, um die Kopfschmerzen, wie sagt man so schön, nicht zu bekommen, oder? Genau, vorbeugen. Vorbeugen, ja genau, um es vorzubeugen. Viel trinken, viel frische Luft holen, so wie wir das hier vorbildlich machen. Genial gemacht, vor die Shisha gestellt. So. Nein, ich würde sagen, komm, ich... Du wärst anchecken? Ich? Nein, du bist der Gast. Ich mache hier nichts. Der Gastgeber schenkt ein. Und der Gast kriegt zuerst. Und der Gast trinkt sich voll. Oh, geil. Da waren übrigens vorhin noch Eiswürfel drin und es stand jetzt im Kühlschrank. Falls hier jemand denkt. Ein kleines Gläschen. Zum Nippen. Der Tom, das ist so der Weintrinker, deswegen wird es eine Folge machen. Und jetzt bei ihm wahrscheinlich. Muss auch ein bisschen atmen, eine besondere Note. Aber soll man zum Hinstellen am besten? Zu dir, ich oder? Atme ihn doch schon ein. Stell ihn mal am besten zu dir irgendwo rüber. Wir stellen ihn mal hier rüber. Und dann würde ich sagen, mal ein Stößchen. Ja. Ich rieche gar nichts. Brüstchen. Immer schön in die Augen schauen, deswegen auch an euch. Boah, geil. Schmeckt gut. Auf jeden Fall. Echt? Ich finde fast schon zu viel Alkohol drin. Natürlich, ich weiß, es kann nie zu viel Alkohol drin sein, aber... Natürlich ist der alkoholfrei. Ich hätte mir schon fast ein bisschen fruchtiger vorgestellt. Übrigens, was ist euer Lieblingscocktail? Also ich muss sagen, im Sommer bei mir auf jeden Fall Mojito, Cuba Libre und Sex on the Beach. Daiquiri ist auch lecker. Daiquiri? Was ist das? Mit weißem Rum. Sehr lecker. Was ist da noch drin? Keine Ahnung, schmeckt einfach nur geil. Noch nie selber gemacht. Ich hab's noch nie gehört. Daiquiri hört sich an wie so, keine Ahnung, aus dem Dschungel, irgendeine Kriegsbemalung oder so. Ja, was sagst du jetzt? Schmeckt man's raus? Ach so. Müssen wir nochmal trinken, ich hab jetzt nicht aufgepasst, gell? Okay. Die Mango-Note ist aber auch penetrant. Mhm. Also den absolut schmecke ich jetzt mittlerweile gar nicht mehr raus. Am Anfang schon so dieses stechende alkoholische, hat man schon gemerkt, dass da was drin ist. Jetzt muss ich sagen, irgendwie nicht mehr. Mango-Note natürlich im Vordergrund. Und ich weiß es nicht. Ich kann also jetzt finde ich auch, das ist eher... Nur Mango. Nur noch Mango. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt getrunken haben. Ganz am Anfang, war ehrlich, fand ich, hat man es rausgeschmeckt. Bisschen, ganz leicht. So was Süßes, gell? Mhm. Erst im Wodka, was Süßes, dann die penetrante Mango-Note beim Ausatmen. Aber jetzt gar nichts. Also ganz ehrlich, so wenn man irgendwie eine Party schmeißt oder so mit mehreren Kumpels, so als Gag würde ich das schon machen. Ja. Auf einer Party. War auch nicht so eine Sauerei wie beim letzten Mal mit dem Eis. Nee, ja, also da wo wir das Eis, boah, das sah aus. Naja, wer weiß, wir sind jetzt auf deiner Terrasse. Wer weiß, wie es auf meinem Balkon ausgesehen hätte. Ihr müsst euch denken, bei mir liegt immer so ein Kilo Tabak auf dem Boden rum nach einer Streaming-Session. Das ist ganz schlimm. Also vom Rauchverhalten, ey, angenehm auf jeden Fall. Ja. Aber jetzt so wirklich... Auch jetzt hier mit zwei Anschlüssen lässt sich echt entspannt rauchen, die Pfeife. Ey, wenn man länger raucht, kommt der Geschmack vom Sex on the Beach nicht mehr so rüber. Naja. Was ich mir jetzt noch geil vorgestellt hätte, vielleicht so Minzblätter hier drin, das wäre auch noch cool gewesen, einfach fürs Optische, vielleicht hier oben. Ein paar Früchte rein. Eine Blume oder ein paar Früchte, fürs optische Auge einfach. Optische Auge. Das optische Auge. Fürs optische Auge. Alle schieben Optik.
weiß nicht, ob die Leute das heutzutage noch kennen, die meine Videos angucken. Hier, Kusawasch, alle schieben auf. Schon ein bisschen älter, ne? Aber ich denke, doch noch bekannt. Sind wir schon über 10 Minuten? Können wir schon fünfmal Werbung schalten? Muss ja auch irgendwie alles reinkommen. Leute, also damit wir über die 10 Minuten kommen, würde ich mal sagen, wie wir das Ganze vorbereitet haben, das blenden wir euch jetzt mal ein, weil das haben wir natürlich auch aufgenommen. Ja, die schönen Aufnahmen müssen halt jetzt auch mal hier reinkommen. Und wir müssen das Video ja noch ein bisschen strecken. Dabei strecken wir uns voll mit Alkohol. Ballern wir uns voll mit Alkohol. Viel Spaß bei den Aufnahmen, Guys, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute, ich hoffe, die Aufnahmen haben euch gefallen. Ja. Was ist in dem Cocktail drin? Schieß los. Absolut Wodka. Pfirsichlikör. Cranberry-Saft. Das war jetzt, glaube ich, ein Pfirsich-Schnaps. Ein Pfirsich-Schnaps, genau, ja. Orangensaft gab es nochmal. Und Grenadine. Haben wir den Preiselbeer oder was? Nee, Cranberry. Cranberry haben wir genommen. Aber ist Cranberry Preiselbeer? Keine Ahnung. Alles dasselbe. Ja. Also, viel fruchtiger Scheiß. Aber schmeckt auch wirklich lecker. So, ich glaube, der kommt dann irgendwann im Nachhinein. Ballert der dann plötzlich so. Ich glaube, ja, wenn man da so ein, zwei Mischen trinkt, das Ding ist jetzt auch schon halb leer. God damn. Muss man schon wieder neu mischen. Ja, auf jeden Fall. Nee, Leute, also so würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine feine Sache, im Sommer sich mal einen schönen Abend zu machen oder bei einer Party mit Kumpels. Was sagst du da dazu? Kann man auf jeden Fall machen. War jetzt auch nicht so der große Aufwand, ob es jetzt ins Glas reinkommt oder da in die Bowl. Macht man halt noch eine Mische hier für die Shisha. Genau. Ja, Leute, ich würde mal sagen, ihr probiert es aus. Nicht vergessen, in die Kommentare reinzuschreiben. Erstens, was euer Lieblingscocktail ist. Zweitens, ob ihr mehr sowas sehen wollt jetzt im Sommer, dass wir beide sowas machen hier mit verschiedenen Cocktails. Falls ja, könnt ihr ja mal gerne reinschreiben, welchen Cocktail ihr als nächstes in der Bowl sehen wollt. Ich weiß ja nicht, ob du heiß bist. Gulaschsuppe. Bist du heiß zum Saufen? Nee. Absolut nicht. Eigentlich wollen wir uns nur jeden Tag jetzt wegschütten hier. Wir brauchen nur eine Ausrede dafür. Auf der Terrasse, ja, brauchen nur eine Ausrede dafür. Dass wir täglich auch dann Videos bringen für euch. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zugucken. War mal wieder was ein bisschen anderes, besonders. Glaube ich, es war mal eine andere Kulisse. Schöner, alles. Erfrischend, ja. Nicht immer der graue Balkon. Nicht immer grau und schwarz, gell. Ja, Guys, einen guten Rauch wünschen wir euch. Auf jeden Fall. Lasst es euch schmecken. Genießt das schöne Wetter. Ich weiß nicht, woher ihr kommt, trotzdem. Ja, hoffe ich, euer Köpfchen schmeckt. Bedankt mich fürs Zuschauen, oder besser gesagt, wir bedanken uns. Mich auch, ja. Ja. Wer will, dass der Tom auch hier jetzt hier meinen YouTube-Kanal aufmacht, muss es auch mal reinschreiben. Ich werde erstmal ein bisschen bei dir noch mitmachen. Und ich habe gesagt, er hat mir versprochen, wenn ich die 100.000 Abonnenten habe, dann macht er auch seinen eigenen YouTube-Kanal auf. Das ist ja schon ewig her, da dachte ich immer, dass du die 10.000 kriegst. Ja. Deswegen, wie machen das die ganzen Fame-YouTuber hier? Die machen es erstmal eine Million. Wer will, dass Tom einen YouTube-Kanal aufmacht? Würde ich mal sagen, auf dieses Video 1000 Däumchen nach oben. 50.000 Däumchen nach oben, dann kommt der Channel. Weiß ich nicht, ob wir 50. Ich glaube, mein meistgeklicktes Video hat 10.000 Däumchen nach oben. Mach mal 100.000 Däumchen nach oben. Naja, ich weiß gar nicht, was ich so im Durchschnitt an Däumchen nach oben habe. Ich glaube so 400, 500, keine Ahnung. Ach, weiß ich nicht, ob es 2000 sind. Echt? Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie viele Klicks das Video bekommt. Deswegen würde ich mal sagen, ja, zwischen 1000 und 2000 Däumchen nach oben. Schauen wir mal. Ja. Da macht der Thomas seinen YouTube-Kanal auf, oder? Schauen wir mal. Pushen wir ihn auch ein bisschen nach oben. Und ja, jetzt sind wir aber raus, Leute. Einen guten Rauch, einen schönen Tag und nicht vergessen, falls ihr mich sympathisch findet, können wir bei dir jetzt noch nicht sagen. Schauen wollt. Oder weitere Videos von mir sehen wollt, zeigt mir das noch mit einem Däumchen nach oben oder vielleicht sogar mit einem Abo. Dann hitten wir bald die 1 Million. Das läuft schon besser als beim letzten Mal. Wunderbar, können wir immer so und machen.
Bis zum nächsten Video oder Livestream, Guys. Einen guten Raum und wir sind raus. Macht's gut. Tschüssi. Broken, I held to every wrong. I'm letting your light shine. I'm letting your